Und damit wieder ein herzliches Willkommen zum nächsten Part von EEP. Ich habe mir jetzt noch entschlossen, den Bahnsteig an sich noch ein bisschen zu verlängern. Um 140 Meter. Also insgesamt beide Bahnsteige um 140 Meter. Aber die nutzbare Länge wird dann bei der jetzigen Länge bleiben. Es gibt halt Bahnhöfe, die hatten früher mal einen sehr langen Bahnsteig. Der aber dann halt mit der Zeit immer weiter eingekürzt wurde, weil Bahnhöfe wurden zum Beispiel immer weiter verkleinert. Beziehungsweise waren früher mal Schnellzughalte, dann wurden sie immer weiter runtergestuft, bis sind dann noch zum Nahverkehrshalt. Und genau sowas würde ich halt gerne hier so nachstellen. Was ich jetzt hier mache, ich werde jetzt hier, ach Gott, das passiert, wenn man aufs Falsche klickt. Ich werde noch Übergänge einbauen. Habe ich eigentlich den Spielstand richtig eingestellt? Ich glaube nicht. Aber ich baue sowieso gerade im 2D, also da ist die Musik dann das Einzige, was richtig durchzuhören ist. Genau sowas hier suche ich. 180 Grad gedreht. Ach Mensch, wer hat denn das Gebäude da hingesetzt? Ach so, ja, ich. Soll ich an der Stelle noch die Bahnsteige zurechtschieben? Wo habe ich es? Hier habe ich. Ich glaube, da muss ich erstmal im Konstruktionsraster Einstellungen ein bisschen was verändern. So, und jetzt müsste man eigentlich noch den Boden aufhacken. Ich will nicht meinen Nachbarn zur Weißglut treiben, indem ich hier einfach mal die Schlagbohrmaschine ansetze. Also, als dass es so weit kommen würde. Ich entferne hier einfach nur ein bisschen was von der Bodentextur. Mit Hilfe spezieller Texturen. Wenn man jetzt so aus einem normalen Blickwinkel sich das so anschaut, sieht so aus, als ob das so ganz normal wäre. So, und die letzten Minuten. 10 Minuten dieser Folge. Ich dachte, die Folge wäre schon etwas weiter. Baue ich noch ein bisschen an der Oberleitung. Halt nur diesen geraden Bereich. Aber hier kann ich sehr gut mit dem Konstruktionsraster arbeiten. Toll. Wenn man nicht auf die Tastatur schaut, gibt man immer irgendeinen Mist ein.
Das mit dem Mist, das lässt sie manchmal nicht so umgehen. Aber ich sag's mal so, das schlimmste Verkabeln war eine auf einer anderen Anlage, wo ich einen Container Umschlagbahnhof gebaut habe. Da war halt das Problem mit den vielen Gleisen. Und den, ich glaube, die Gleise waren nicht so das Problem. Das Problem waren die zahlreichen Weichen. Durch diese zahlreichen Weichen musste ich immer irgendwelche Konstruktionen damit unter einbauen, wie Doppelauslegermasten, wo dann noch ein zusätzlicher Ausleger mit eingebastelt wurde. Und durch diesen zusätzlichen Ausleger konnte ich dann immer so einen Abzweig mit drei Gleisen ohne weiteres bauen. Oder halt drei Fahrleitungen. Es ging alles dann recht gut zu verwirklichen. Und ich bin eigentlich in Anführungsstrichen jetzt mal gesetzt blöd. Ich habe doch hier diese Kopierfunktion. Dadurch ist ja auch kein Problem, hier schnell irgendwas hinzubauen. Ich habe gerade echt einen extrem trockenen Hals. Nach der Folge muss ich auf jeden Fall was trinken. Halt diese Kopierfunktion oder halt Blockfunktion, wie es in EEP heißt. Eigentlich eine der besten Funktionen, genauso wie virtuelle Gleisverbindungen. Gerade wenn man eine Einfahrt von einem, vom oberen Gleisteil, vom oberen Anlagenteil besser gesagt, in den Schattenbahnhof bauen möchte. Deswegen kann ich zum Beispiel ohne weiteres daneben Schattenbahnhof hinbauen, setze dann die virtuellen Gleisverbindungen ein und dann rollen die Züge ohne weiteres darüber und werden dann in den Schattenbahnhof geportet. So, jetzt werden hier noch die Isolatoren eingesetzt. Dann folgen Zwischenstücke. Eigentlich alles so, wie es auch im Speedbild zu sehen war. Nur halt jetzt mal in Echtzeit. Und das ohne, was weiß ich, wie schnell, ich glaube vierfach beschleunigt waren die Aufnahmen. Muss ich erstmal im Internet nachschauen, wie das überhaupt bei meinem Bearbeitungsprogramm geht. Dann war es eigentlich nur eine Steuerungstaste drücken und Video entsprechend ziehen. So schnell kann man in EEP tatsächlich Fahrleitungsmasten bauen. Ich glaube, zwei dürfen noch gehen. Fast.
Ich glaube, das kriege ich hier noch vor Ende der Aufnahme noch hin. Auch nur, wenn ich jetzt hier konzentriert durcharbeite. Das war ja immer so ein Problem von mir. Konzentriert arbeiten geht bei mir eigentlich nur, wenn ich nicht dabei rede. Deswegen, wenn ich irgendwas mache, dann bin ich sowieso nicht gerade so gesprächig, was für ein Let's Play nicht gerade die besten Voraussetzungen wären. Brauche ich eh nicht. Aber wenn für Aufnahmen geht das trotzdem zur Not noch. So, und der Rest immer im Speedbuild. Das sind halt so diese Kleis-Konstellationen, die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Weil sie einfach viel Zeit in Anspruch nehmen. Beste Antwort aller Zeiten. Warum nimmt das so viel Zeit in Anspruch? Weil es einfach Zeit in Anspruch nimmt. Dürfte eigentlich eben klar sein, wenn man genau arbeiten möchte, dann braucht das halt immer so seine Zeit. Glaube, deswegen habe ich mich mal mit einem Lehrer in die Haare gekriegt. Ich halt immer sehr genau arbeite, auf Millimeter genau, wenn es sein muss, oder 10 Millimeter genau. Und da habe ich mich halt mal mit einem Lehrer in die Haare gekriegt. So, und jetzt kann ich endlich hier mit gehobenem Stromabnehmer das Fahrzeug hier hinstellen. Ich speichere jetzt mal kurz hier die Anlage und dann einen neuen Namen ab. Und dann kann ich ja mal einer meiner absoluten Lieblingszüge mal zeigen. Ich kläre mal hier direkt daneben auf. So. Die Lok gefällt mir allein schon wegen der Lackierung. Das ist so eine Lackierung, die fällt halt immer ins Auge. Ich glaube, die schiebe ich jetzt mal ein Stück zurück. Aber in echt fahren die nicht mehr in der Lackierung rum. Die gingen halt wieder an einen anderen Besitzer über, ich glaube an BLS Cargo. Und da haben die eine andere Lackierung bekommen. Aber halt zu der Lok passen irgendwie nur diese Wagen. Flachwagen mit einem speziellen Gestell drauf. Und dadurch ist es auch möglich, mit LKWs daneben zu fahren, sofern die LKWs mit der entsprechenden Ladevorrichtung ausgerüstet sind. Können die dann die Ladevorrichtung unter den Container bewegen, den Container anheben und dann wieder auf ihre Ladefläche rüberziehen. Des Weiteren kranbar sind die trotzdem, also man sieht hier die gelben Markierungen, wo die Greifer von den Containerkränen einsetzen können. Es gibt ja welche, die haben noch an Seiten Greifer dran für Wechselbrücken oder auch für Sattelaufleger, die auf Güterwagen verladen werden können. Und solche Züge sind aber halt nur in der Schweiz unterwegs. Und mittlerweile mit Lokomotiven von BLS Cargo, die halt an Railcare abgegeben wurden oder halt vermietet wurden, so ist eher. Aber ich würde jetzt mal sagen, was an dieser Stelle von der Folge.
und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Part von EEP wieder einschalten würdet. Bis dahin, tschüss und bis zur nächsten Folge.